So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schon in Horizont von Berlin West geht's jetzt weiter. Hier war wohl Schauen eine wir mal. Barrikade. Die Maschinen haben sie durchbrochen. Das sammeln wir natürlich alles ein, ist ja klar. Gut, so soll es einsammeln. Nein, so soll es sammeln, nicht springen. Wir haben zum Knopf anscheinend gedrückt. Das ist für später. Der Osseram konnte ihn wohl nicht mehr nutzen. Du hast gerade einen kleinen Gesundheitstrank erhalten. Das Trinken von Gesundheitstrank erfordert Zeit, aber sie stellen Gesundheit sofort wieder her und können die über deine maximale Gesundheit ansteigen lassen. Ja, das ist schon klar. Ich weiß nicht, ob das hier Kontrollpunkte sind. Vorsicht, da sind Fallen. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Schon verfallen. Ja, der geht ja genau dahin. So, ein paar Sachen für später erbeutet. Pass auf, dass du nicht hochgehst. Puh. Hab sie entschärft. Aha. Und mehr Sachen bekommen. Ganz einfach. Da sind bestimmt Kontrollpunkte, oder? Könnte ich mir vorstellen. Sieht nach noch einem Lager aus. Vielleicht könnten wir hier selbst ein paar Fallen bauen. Könnte nützlich gegen die Maschinen sein. Gute Idee. Sprengfallen, aber wo baue ich sie hin? Das ist nützlich. Oh, ich habe nicht die richtigen Sachen für eine Falle. Anscheinend haben die Osseram Maschinenteile abgeschossen. Da sollte ich genug Materialien kriegen können. Und jetzt. Die Kiste habe ich schon gesammelt. Und jetzt kann ich eine volle Bombe nehmen. Nee, noch nicht. Jetzt alles für eine Falle. Einmal herstellen. So, Sprengfalle fertig. Oh, warte, ich kann ja zweimal herstellen. Wenn irgendwas auf die drauf tritt, ist es ganz schnell vorbei. Hier drüben, Aloy. Ich glaube, hier geht's hoch. Ja, ich sammle das hier aber erstmal alles ein, mein Junge. Es ist wichtig, dass ich das hier alles habe. Sehr wichtig. Schon haben wir gar nicht aus, so ist es nicht. Haben wir hier noch was versteckt? Da nach oben soll es gehen. Das sind Maschinen. Sie haben uns noch nicht gesehen. Ich habe diese Maschine schon mal gesehen. Ein Fühler. Den kenne ich nicht. Schaut mal, wo seine Schwachstellen sind. Vielleicht sollten wir einen deiner Fallen in seinen Weg legen. Ja, da wäre eine Möglichkeit. Da wäre eine Möglichkeit, wenn er gleich da vorbeigeht. Schwachstelle. Das
Bleiben wir mal lieber hier, ne? Ich hoffe, der ist auch im richtigen Weg. Noch seinen Weg hier markieren, ne? Abnehmbar und auch wieder eine Pfanne. Da hinten irgendwo lang. Oh, warte mal, ich könnte mich da vorne verstecken. Ich kann mich hier vorne verstecken. Wenn jetzt zurückgeht. Hinten zurückgeht. Könnt ihn hier erwischen. Oder wann immer muss. Das nehme ich, glaube ich. Ich könnte ihn gleich erwischen. Alles sicher. Gut, gehen wir weiter. Lass mich das mal so um hier. Hab hier hinten noch was gesehen gehabt. Genau. Du kennst viele Ruinen der alten Welt. Sie haben alle ihre Geheimnisse, aber jeder Ort ist anders. Ja. Und hier haben sie auch ein bisschen was. Genau, hier ist noch ein bisschen Reinholz. Das gelebte Reinholz. Hier brauchen Reinholz. Reinholz, ja, Reinholz, Holz. Wir brauchen es. Ganz dringend. Ja, damit. Auch hier mit. Ja. Ach, hier, den sammeln wir auch noch. Ist doch ganz klar. Und dann muss ich hier hoch. Vermutlich. Da oben ist auch nochmal was. Wo ich gerade angekommen bin. Maschine von vorhin ist wohl unterwegs. Hoffentlich kommt sie nicht zu uns. Wie komme ich denn da am besten rüber? Da ein bisschen hoch. Also da auf jeden Fall nicht. Ja, ich muss da hoch. Hätte ja sein können.
Wir müssen noch irgendwie hochkommen. 400 Leute haben wir. Genau, wow. 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 So, jetzt sind wir doch da, wo wir sein wollten. Tür öffnen. Da draußen zieht ein ganz schöner Sturm auf. Ja, sie werden stärker und häufiger. Also die Stürme und die geplagten Lande, die Flüsse und Seen voller Algen? Computer? Sollst du alles gerade biegen? Ja, aber das geht nie, wenn ich das Backup finde. Ich glaube, wir schlängeln uns zum Rechenzentrum durch. Wir müssen durch das große Gebäude da hinten rechts durch. Die Daten erwähnen Technologie, die vorsieht. Notizen. Dem Zerodon-Handelsabkommen. Textdatum.out. Quest. Textprotokoll. Datum. Beschädigung. Also, einmal die Schulsammelfassung des Verantwortlichen des Hohen Rats. Also, hier. Die Verhandlungen mit dem Vertreten. Mit den Vertretern von Zerodon sind abgeschlossen und ich bin ausgesprochen erfreut, dass wir uns auf ein beiderseitiges profitables Abkommen einigen konnten. Es zeigt, dass Zuckerbrot für gewöhnlich besser wirkt als Peitsche, im Gegensatz zu den wenigen taktvollen Vorschlägen einiger unserer eher in reaktionären Mitgliedern, bis dahin, zu einmal die zusammengefasst, liefert Fazit, eine Kopie des Proton-Typen Homer-Archiv, bereits gesendet, 500 Ektogenese-Kammern müssen aus dem Lager unserer Lima-Anlage beschafft werden. Den zusätzlichen Ektogenesen-Forschungsbericht. Im Gegenzug erhält Fazit in der Woche vor dem Start der Odyssee eine Kopie des Alpha-Bilds der Apollo-Datenbank Einschätzung des Zerodon-Zeitplans zur Folge sollte die Show diesem Schaltpunkt ein fast vollständiges Archiv des menschlichen Wissens sein. Es sollte beachtet werden, dass Dr. Sobek nur sehr ungern der Show bereit war, aber ich habe ihr klar gemacht, dass dieser Punkt nicht verhandelbar ist. Als unser loyaler Medienvertreter werde ich weiterhin sämtliche öffentliche Gespräche mit Dr. Sobek Team führen, während Daten beschädigt. Aber nichts darüber, woher sie ein Päckchen haben. Hey, sieh dir das ab. Ich hatte auch schon noch mehr Daten. Mal sehen. Oh, viele Glyphen. Das schaue ich mir später genau an. Das haben wir schon gemacht. Das haben wir jetzt gerade gelesen. Will ich das hier nochmal machen? Weil er das entdeckt hat. Ich kann mal drauf tippen, aber die haben wir ja schon gelesen. Die Tür öffnen.
Wir müssen wohl hochklettern. Was für die Küste. Und die Leute runterschmeißen. Sicher, sicher. Gibt's denn hier noch was? Ja, hier gibt's nichts mehr. Ja, wir müssen da hochklettern. Wir können aber hier mal probieren, hoch schon klettern. Geht auch. Es ist ja auch 1000 Jahre alt. Oh, warte, ja, hier ist nichts, was man sich holen könnte. Sieht aus wie ein Besprechungsraum. Die Tür auf der anderen Seite ist verschlossen. Da beim Tisch ist noch eins von den leuchtenden Dingern. Ja, die gucken uns das an. Anzu. Das Zero Dawn Terraforming System. Eine Erfindung von Dr. Elizabeth Sobeck. Mit der Hilfe von 9 Unterfunktionen ist Gaia, der Kern des Systems, in der Lage, Planeten fortgeschritten zu entwickeln, was unseren Kolonialisierungsanstrengungen zugutekommt. Verfahren Phase 1. Das Ziel innerhalb von Projekt Zero Dawn etablieren. Status vollständig. Phase 2. Das Ziel wird insgeheim eine vollständige Kopie von Gaia, um ihren Unterfunktionen in das Rechenzentrum dieser Anlage hochladen. Wenn alles gut geht, erfahren die Zero Dawn-Angestellten rein nichts von der Übertragung. Risiken. Wird diese Operation entdeckt, könnte Zero Dawn die bereits verhandelte Apollo-Datenbank einbehalten. Travis Tate, der Hacker-Experte, der sich um das Hades-Protokoll kümmert, darf auf keinen Fall davon erfahren. Außerdem muss auch gegenüber Dr. Sobeck selbst äußerste Vorsicht gelten. Als eine der herausragendsten Technologinnen der Welt könnte sie unvorhergesehene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Die Exekutivzusammenfassung ist abgeschlossen. Beurteilung hängt an. Ich dachte, Elizabeth hätte das Backup hergeschickt, was nicht stimmt. Farzenith hat Gaia gestohlen. Aloy, warum sieht die Frau aus wie du? Ist okay, Val. Wir sehen uns ähnlich, weil sie exakt ich ist. Gleiches Genmaterial. Aber sie war eine der Alten. Wie kannst du sie sein? Und zwar wurde ich nicht geboren. Ich wurde geschaffen. Von einer Maschine. Ich habe keine Mutter und wurde als Kind verstoßen. Ich verstehe das nicht. Welche Maschine erschafft einen Menschen? Erinnerst du dich, dass ein Backup eine Bedienungsanleitung ist? Es ist noch mehr. Sie heißt Gaia. Und lange Zeit kümmerte sie sich um die Welt, bis sie sich selbst zerstören musste. Dann schuf sie mich, um sie zu retten. Ich bin die Einzige, die das kann. Und hier ist meine letzte Hoffnung. Du hast mal gesagt, dass die Göttin zu dir sprach, als du in den Urmutterberg gingst. War das diese Gaia? Ja. Aber sie ist nicht die Göttin, Val. Es gibt keine. Woher weißt du das? Klingt, als hätte sie dir eine heilige Aufgabe gegeben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Mit dem Fokus wirst du das auch, aber jetzt... Laut dem Bericht wollten sie die gestohlene Gaia-Kopie im Rechenzentrum lagern. Also müssen wir dahin. Okay? So, so. Jetzt hat es auch Erfahrungen. Ja. Oder er wollte es nicht wahrhaben. Was schon antippen muss. Wir fand hier kurz Punkte gekriegt? Nein. Na doch. Jäger, muss ich mal gleich gucken. Kriegerin, am besten überleben, ne? Was
Konzentrierter Schuss. Das sind nur mit vollen Stellen, nicht genug Fertigkeitspunkte, und den auf jeden Fall nicht. Ah, nicht von hier, also von hier aus können wir noch nicht. Ach, da auch nicht genug Fertigkeitspunkte. Ich habe noch keinen Punkt. So. Ich dachte schon. Ich komme. Jetzt hat er gespeichert. Wir müssen die Osseram zurückgelassen haben. Ihnen hilft sie nicht mehr. Bei uns vielleicht. Eine Waffe. Danke, Val. Wir sollten weitergehen. Nach dir. Eine Waffe. Ja, Frostsprengschleuder. Sprengschleuder. Ah, Feuerbomben mit großen Flüssenwirkung ab. Diese Waffe fällt Frostbomben ab. Verwendet sie bei Gegnern, die um sie in den Brustwegschuhstand schon versetzen. Gegner im Brustwegschuhstand sind anfällig für Stoffschaden. Stoffschaden. Fällt den dann auf. Eine Tür öffnen. Gespulstert hat er jetzt, ja. Hab ich gerade gesehen. Warum nicht schon gucken? Hier ist nichts. Hier unten. Wie viel Meter runter? Eigentlich ein Tief runter, ne? Dann haben wir hier noch was. Ja, warte mal. Ich komme hier bestimmt runter. Ist er nicht hoch? Und aus. Oh, na, er müsste da runterkommen. Ich glaube, wir sind fast wieder draußen. Gut. Dann sind wir da draußen. Da, das muss die Maschine sein. Und in die gleiche Richtung unterwegs wie wir. Die können wir nicht scannen. Die können wir nicht scannen. Ich weiß nicht, ob das Federrecht kommt. So, warte mal. L1. L1 gedrückt heute. Sie ist brüchig, ich kann ihr mehr Schaden zufügen. Sie ist schon brüchig, Aloy. Warte. In die andere. Andere. Und ich hab dich. Aha. Oh, der andere rollt da runter. Alles Diebstahl, ja. Und sehr viel Säure. Die große Maschine griff wohl an, als sie fliehen wollten. Sie hatten keine Chance. Also, dieses
Backup ist also die letzte Hoffnung? Ja. All die Orte, an denen ich zuletzt war. Dort sollte es mehr Backups geben. Doch vor 1000 Jahren hat jemand namens Ted Farrow sie alle gelöscht. Oh, ich muss ja hier. Würde er auch zu Quasim? Nein. Er war schlimmer. Hier kommen wir vielleicht rüber. Nur für uns. Nur für uns. Wir wissen es noch nicht. Hier können wir runter. Aber wir müssen da rüber. Ja, da müssen wir hier runter. Das ist ja nicht hoch, ne? Ja, hier können wir hin. Ja, da ist schon Fokussierung. Ja, was nützt denn Fokussierung? Die Dinger brauche ich nicht fokussieren. Hier kommt es da so runter. Hopp. Hab da keine Schau drin. Hopp. Hopp. Und jetzt mal eben kurz gucken, ob es hier was gibt. Aber wenn er wieder springt. Wird er vielleicht wieder rennen? Ah ne, der wird nicht rennen, dann ist er gut. Wir müssen da hochlaufen, ach so, alles klar. Das weiß ich. Müssen wir oben hoch. Alles klar. Dann brauchen wir ruhig hoch. Hm. Da war nochmal was. Ich glaube, wir müssen gar nicht hoch. Hier hinter müssen wir hoch, bestimmt. Wahrscheinlich. Ich nehme mal umsuchen wollen. Noch ein Stopp der Kühler wahrscheinlich. Vermutlich hier noch ein Stopp der Kühler. Ja, ja. Wir müssen hier noch ein Stopp der Kühler, ja. Wow. Dieses große Metallding sieht wie das Schiff im Auditorium aus. Stell dir vor, damit zu den Sternen zu fliegen. Maschinen haben sie zerfetzt. Diese Typen hatten keine Chance. Da hinten wahrscheinlich hoch, ja. Ja, hier kommen das. Links hier unten. Da vorne patrouillieren Maschinen. Wir können sie im Fokus markieren und im Auge behalten.
Ja, wir müssen nur, und das nehmen wir eine Maschine, dann zwei Maschinen. Zwei Maschinen. Dann machen wir das einmal so und einmal so. Schokolade. Da hinten ist eine Leiter. Ist noch eine. Okay, wie kommen wir jetzt hier raus? Das darf eine andere gewesen sein, ne? Die Maschine schlug direkt durch die Mauer. Nochmal das Reinholz, Reinholz, oh Reinholz, gib mir alles. Oh, warte, ich will erstmal die Teile hier haben. Das ist doch ganz klar. Gib mir Reinholz. Hier ist noch Reinholz. Nee, hier ist nochmal eine Heilpflanze. Und hier ist nochmal eine. Versteckt. Hier oben nicht. Das brauche ich noch. Das da hinten haben wir ja schon. Da hinten war ja nichts mehr. Ah doch, da hinten ist noch was. Das nehmen wir auch alles mit. Ja gut. Kann ich gebrochen, Helmet. Kann ich gebrochen, Helmet. Was da hinten ist. Los. Los. Und jetzt müssen wir. Ja, da oben hin. Nein. Du könnte auch gehen, oder? Nee, das geht nicht. Halt, habe ich noch was vergessen? Nee, ich wollte schon sagen. Aber sag doch mal, Sona fand es okay, dass du nicht in das Heilige Land zurückgegangen bist? Als Kriegsherrin der Nora verstand sie, warum ich mir unbedingt folgen musste. Aber als meine Mutter war sie nicht begeistert. Ist sie denn je begeistert? Ich habe sie noch nie lächeln gesehen. Ich auch nicht. So, von hier aus kommen wir dann dahin und dann dahin. Aber dann will ich jetzt nicht runter gucken. Na egal. Dann will ich jetzt mal hier gucken. Ups, noch was gab. Achso. Nee, hier gibt es ja nichts. Alles klar. Müssen wir hier hoch. Nope.
da kommen wir nicht hoch. Ach, hier ist ja auch ein Tempel. Wenn sie die ganzen Osseram getötet haben, kommen wir niemals bis ins Rechenzentrum. Wir können nicht vorbeischleichen. Und sie nicht frontal angreifen. Wenn wir eine Siedlung suchen und Jäger um Hilfe bitten. Das dauert Wochen. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Das Ding? Wie? Ich finde es raus. Warte hier. Aloy! Glaub mir! Und weg ist sie. Ich muss nur zum Shuttle kommen, um es irgendwie in die Senke fallen zu lassen. Okidoki, wir gucken das mal an. Gesprossen haben wir hier jetzt ja. Auf dem Video ist nicht schon lang. Na, 37 Minuten. Würde ich hier mal Schluss machen. Erstmal einen Cut machen. Und dann machen wir weiter. Gesprosselt. Dürfte es ja sein. Bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Und wenn es euch soweit gefallen hat, könnt ihr gerne liken, kommentieren, meinen Kanal abonnieren, mir auf Twitter folgen und auf den sozialen Medien, Instagram, Facebook und auf Twitch unter Darius Blöcki. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge dann und tschüss.